Vor allem die Ankunft einer ganz bestimmten Dame hat für jede Menge Aufregung gesorgt. Dana, eine Sache müsstest du mir jetzt nochmal erklären. Warum sind die anderen Frauen denn kein Wifey-Material? Ich beziehe das jetzt nicht auf die anderen, dass die kein Wifey-Material sind, sondern ich habe ja da auch schon öfter erwähnt, dass ich einfach das nicht vertrete, wie manch andere Frauen vorangehen. Also das mit dem Rummachen und sowas. Und das habe ich da ja auch schon öfter erwähnt gehabt. Aber damit sagst du ja umgekehrt trotzdem, dass die anderen kein Wifey-Material sind. Dass das keine Frauen sind, die man jetzt heiraten sollte oder kann. Oder nee, will, also oder? Das beim Spiel muss ich echt sagen, der Spruch war dumm. Ich war einfach sauer, weil ich einfach wieder meinen Namen gehört habe. So, und dann, wenn man einfach sauer ist, kommen manchmal halt einfach Sachen raus, die man im Endeffekt nicht so meint. Okay. Tara, was sagst du dazu? Ja, also ich habe schon so empfunden, dass sie eben sich manchmal besser oder hochwertiger gesehen hat als uns. Aber ich sehe mich selbst auch als Wifey, also. Aber das hat nur damit was zu tun, weil ich sehr oft als langweilig betitelt wurde, auch, weil ich nicht rummachen wollte. Zu 100% bist du die langweiligste hier von allen. Und du kannst ja, aber warum sein, redest du dann du die ganze Zeit sein. Über mich? Soll ich dir, dann wenn ich ja sag, nicht so du langweilig. Kannst, du kannst dich erstmal bei mir bedanken, dass ich dir überhaupt diese Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil ohne mich hättest du nicht eine Sekunde so ein Sendezeit gehabt und das ist Facts. Und das weißt du ganz genau zu 100%. Also, und soll ich dir mal was sagen mit Wifey-Material? Ich kann rumlecken, wie ich will. Ich kann trotzdem Wifey-Material sein. Aber und ganz kurz zu dem Thema gerade. Ich kann dankbar sein, dass du mich zum Thema gemacht hast. Also erstens habe ich nicht auf Krampf nach Sendezeit gesucht wie du. Und zweitens hast du ja noch vor ein paar Wochen auf einem Event auch einer Ex-Aito-Kandidatin ja deinen Plan verklickert, dass du die Männer hier im Cast gar nicht so gut fandest und das mit mir ja nur gemacht hast, um auch Sendezeit zu bekommen. Ach ja, ist das so? Ja. Nein, das glaube ich aber nicht. Ach so, okay, ja. Ja. Dana, du sind so peinlich. Also ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Also keine Ahnung, was du hier versuchst, dann kannst zu unterstellen. Du ja stolz sein auf dich. Und ja, und weißt du was? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen uns beiden? Dass ich es nicht nötig habe, hier rumzulügen. Nicht so wie du. Bist du mal ehrlich? Jenny, Girls Support Girls war ja nicht so das Motto dieser Staffel, ne? Komm, hau raus. Wer war denn die Hexen dieser Staffel und warum? Also ist ja ganz klar, ich liebe meine OG-Gang. Eine Gabby, einer Senna, Laura Morante, mein Schatzi hinter mir. Ich habe nicht gefragt, wen du liebst. Und der Rest ist die Hexengang. Laura Blond, Nadia, Tara und Linda. Also. Warum? Du bist die Schlimmste von Warum? Allen, by the way. Nee, gar doch. Nicht, gar nicht. Aber ist ja auch egal. Linda, wie siehst du das? Also ganz ehrlich, Jenny ist die Miss Doppelmoral 2024. Ich habe schon überlegt, ihr so eine Scherbe drucken zu lassen. Hätte ich ihr heute überreicht. Schade, wo ist die denn? Was willst du? Halt mal die Waffe jetzt. So. Geil. Es ist einfach, oh dass Jenny A sagt und B macht. Und das hat sie von vorne bis hinten durchgezogen. Auf Social Media preist sie ganz groß an, dass man sich beleidigen soll, dass man mit Respekt miteinander umgehen soll. Und was hast du gemacht? Du hast das komplette Gegenteil gemacht. Du hast die Leute als billig beleidigt, als keine Ahnung was alles. Müllreste, also, ehrlich. Okay, ganz kurz. Ich bin lieber ein Giftzwerg als eine Bitch. Und ich sag's nochmal, für mich bist du eine Bitch. Und auch kurz dazu, das ist kein Slutshaming. Läufige Hündinnen nennt man Bitch. Und so bist du damit umgegangen. Und zwar einfach richtig rallig, Bock und überall. Ja, nee, das ich ist aber lieber eine Blank als eine Frau. Das ist ein schlauer Charakter. Dass du, die mich beleidigt hat, ja, wo? Ich wann? Dich die noch in, ich hab dich nach der Matching entschuldigt wann und hab dir gesagt, es tut mir leid, wie ich dich getriggert habe. Hab okay, ich und dich du beleidigt. Stehst einfach auf und sagst, Gespräch beendet, interessiert mich und gehst einfach. Madame, so viel dazu, wann, ich hab mich entschuldigt, hab ich im dich Gegensatz beleidigt. Zu dir, hab ich mich entschuldigt. Ja, echt? Ja, hast du schon vergessen? Lukas, du ja, warst da. Wir hatten ein Gespräch wir zusammen waren zu dritt. Und ja, du David, kannst du dich nie Dankeschön. Dran erinnern. Ne? Genau, was du gemacht hast, Respektloses, kannst du dich nicht dran erinnern. Und du hast Alter, Glück. Du brauchst gar du nicht hast, reden, ich darf nicht reden. Du ich bist der nicht, manipulativste Mensch nee, auf der Geschichte. Du brauchst ich überhaupt sag nicht sagen, nicht, dass ich alles Lukas. Richtig gemacht ja. habe, ja? Sag so ich Bullshit, nicht. Bullshit, ganz ehrlich. Aber ich leugne die Sachen wenigstens nicht. Dankeschön. Und wenn ein Mensch sich bei mir erklärt und du hast die Möglichkeit, dich zu erklären, diese Person entschuldigt sich bei dir und dann erklärt sich diese Person also, und möchte ja ihre Gefühlslage, hör mir mal zu, ihre Gefühlslage erzählen und du stehst auf und gehst einfach weg. Ja. Das ist sowas von respektlos gewesen und da hast du dein Gesicht verloren. Laura Blond, wie ist denn deine Meinung zu Jenny? Also ich bin gerade, ich falle schon wieder aus allen Wolken. Das ist ja unfassbar. Warum kann sie nur beleidigen? Das ist ja wirklich,
Also ich verstehe es gar nicht. Du kannst doch diskutieren, du kannst doch deine Konfrontation führen und alles, aber mach das doch in einem sachlichen Ton. Dafür ist aber nicht genug Niveau da. Aber wieso musst du uns die ganze Zeit beleidigen? Das ist doch nicht normal. Und weißt du, was ein ganz, ganz ekliger Charakterzug ist? Dass du, wenn eine Linda weint, dich noch darüber freust, amüsierst und weitermachst. Das ist nicht normal. Nee, das habe ich nicht. Doch, bei der Matching Night, dann schaust du lieber danach noch mal an. Danach gab es ein Gespräch, wo ich ihr gesagt habe, es tut mir leid, wenn ich dich getriggert habe. Bitte versteh mich aber auch, dass gewisse Worte mich auch triggern. Weil Worte wie Giftzwerg und Zwerg kann ich nicht ab. Und das habe ich von Anfang an hier offen kommuniziert. Und sie steht einfach auf. Sie steht einfach auf und sagt, interessiert mich nicht und geht einfach. Das ist für mich auch kein sachliches Gespräch, weil ich habe versucht, auf sie zuzugehen und für sie Verständnis zu zeigen. Danach kam es aber nie wieder vor, Tara. Mehrere Male? Wir sind oft genug auf dich zugekommen. So oft. Danach gesagt, deine Beleidigungen waren wirklich Beleidigungen, die man nicht anders interpretieren kann. Mal eklige und so weiter, was du alles sagst, das kann man nicht anders interpretieren. Ich entschuldige mich, aber woher soll ich das denn vorher wissen? Sie hat es dir erklärt, du bist aufgestanden und weggegangen. Ja, anschließend, aber doch nicht vorher. Das interessiert dich nicht. Kannst du nicht einfach Jenny und mich mal sprechen lassen? Nee, ihr müsst doch auch aber dann sag die Wahrheit, Linda. Dann sag einfach die Wahrheit. Du krank ist die Frage. Okay, einmal sorry, oder was? So, die Stimmung ist aufgeheizt und ihr habt noch nicht genug? Dann habe ich was für euch. Hier gibt's die ganze Folge, hier gibt's weitere Videos und da könnt ihr ein Abo lassen.